Frohen Sonntag, geliebtes heiliges Wesen. Ja, wir sind eins. Wir sind ein Licht, ein Leben, ein Sein. Und das wollen wir uns wieder erinnern und mit allen teilen. Ja, dann sind die Welten, also dann ist die Welt der Form, der konkreten Form für uns überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Wir lassen das Licht angehen und alles verschwindet. Erst einmal wird es wunderschön und dann ist es einfach aufgelöst. Und wenn wir nicht mehr an diesen Formen festhalten und unsere wahre Identität im Vater, die wir nie verloren haben, annehmen, dann interessiert uns das alles nicht hier mehr. Denn all die Dinge, die wir hier gebastelt haben, kommen ja aus der Idee der Trennung und damit aus der Idee des Hasses, der Schuld. Das ist uns hier nicht klar. In dem Moment, wo wir uns als Körper begreifen, getrennt von anderen Körpern, sind wir praktisch immer nur im Angriff, im Groll. Denn alles wurde aus Groll, aus Hass, aus Angst vor Gott und seiner Liebe hier gemacht. Wir haben uns von ihm getrennt und dann diese Welt der Bilder erfunden, praktisch als Ersatz für die Liebe und das wahre Leben, aus Angst vor Gott. Wir haben uns zerstückelt in Billionen von Egos. Also wir können sagen, dass alles, was wir wahrnehmen mit unseren Körperaugen, alle Körperformen, all die Dinge, die wir beurteilt haben, die wir erfunden haben, sind Groll. Ja, und das ist jetzt unsere Erlösungslektion heute, am Heiligen Sonntag, dass wir diesen Groll weglegen und dass wir anerkennen, dass wir unser eigener Erlöser sind, als Licht der Welt. Gut, ich rufe mal die Lektion auf. Lektion 85. In der heutigen Wiederholung werden folgende Gedanken behandelt. Mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Ja, da muss ich eben verstehen, dass alles hier, was ich wahrnehme, ausschließlich aus Angst, Hass, Groll und Schuld gemacht wurde. Die gesamte physikalische Welt, die gesamten physikalischen Galaxien sind alles nur Dunkelheit, Groll. Mein Groll zeigt mir, was nicht vorhanden ist und versteckt das vor mir, was ich sehen möchte, nämlich Gottes Schöpfung. Wenn ich dies begriffen habe, wozu will ich dann noch meinen Groll? Gar nicht mehr. Ich bin das Licht und will nur noch Licht sehen. Er hält mich in der Dunkelheit fest und verbirgt das Licht. Ja. Also wenn ich an diese Welt, ich jetzt nach draußen gucke, ist noch dunkel, wir haben hier die Zeitumstellung heute, relativ dunkel. Dann sehe ich Häuser, Autos, Berge, Ozean. Das sind alles nur Bilder, in meinem Geist projiziert, die aus Hass kommen, aus Groll. Und wenn ich das schön finde und mich daran hänge, dann bleibe ich hoffnungslos in Ketten gebunden an die Welt des Leides und des Todes. Also praktisch, ich mache die Hölle, die das Gegenteil der Liebe und der Freude ist, das Gegenteil der Wirklichkeit. Also dieser Groll hält mich in der Dunkelheit fest und verbirgt das Licht. Groll und Licht kann es nicht zusammengeben. Licht und die Schau jedoch müssen verbunden sein, damit ich sehe. Also im Licht der Schau, der Christi-Schau, sehe ich was ganz anderes. Ich sehe dann das Licht hinter allen Erscheinungen. Ich muss den Groll weglegen, um zu sehen. Das muss mir klar sein. Ich muss also diese Welt, diese Bilderwelt aufgeben, um zu sehen. Ich will sehen. Und dies wird das Mittel sein, mit dem es mir gelingen wird. Also indem ich vergebe, indem ich die Bilder aufgebe, indem ich sie alle dem Heiligen Geist übergebe und ihn bitte, die Ursache für diese Bilder in meinem Geist zu lösen, sodass die wirkliche Welt, die Welt der Liebe, die hier ist, die wir nur nicht sehen, weil wir den Groll festhalten, unsere Bilder, die wir aus Angst und Hass gemacht haben, an Schuld. Also legen wir den Groll weg
und sehen, was da ist. Dann sehen wir hinter allen Erscheinungen, hinter jedem Bruder unseren Erlöser, den Christus, den Heiligen Sohn Gottes, die Freude, die Schönheit, die Herrlichkeit der Schöpfung. Gut, konkrete Anwendungsformen dieses Gedankens können folgende sein. Lass mich dies nicht als Hindernis gegen die Sicht benutzen. Das Licht der Welt wird all dies hinwegleuchten. Ich brauche dies nicht. Ich will sehen. Ich brauche wirklich diese Welt des Todes nicht. Ich will sehen. Ich will sehen, sehen, sehen. Vater, deine Liebe, deine Herrlichkeit, deine Heiligkeit, das ist alles, was ich will und mit allen teilen. So für den zweiten Teil des Tages, dann der Gedanke, meine Erlösung kommt von mir, von wem sonst? Ich habe mich verteufelt im wahrsten Sinne des Wortes zum Antichrist gemacht, gegen Christus und gegen den Vater. Die Welt erfunden, Gott gespielt, habe alles, was ich wahrnehme, selbst gemacht. Muss man sich mal vorstellen. Das gesamte Geschehen in diesem Universum, in diesen Galaxien, alles, was Materie ist, alles konkrete Form, alles nur Ideen in meinem Geist. Ja, wir haben mit einer Riesenmacht, der Macht der Schöpfung Gottes, die uns gegeben war, hier die gesamte Welt erfunden, aus Angst und Hass und Schuld. Also, meine Erlösung kommt von mir. Heute will ich begreifen, wo meine Erlösung ist. Sie ist in mir, weil ihre Quelle dort ist. Also Gott hat mich nie verlassen. Er ist immer noch in meinem Geist und wir sind eins. Sie hat ihre Quelle nicht verlassen und daher kann sie meinen Geist auch nicht verlassen haben. Ich will sie nicht außerhalb von mir suchen. In der Welt findest du nichts, Bruder, gar nichts, was dich glücklich macht. Sie lässt sich nicht außen finden und dann nach innen holen. Das, was wir immer wieder versuchen, wir wollen in die Wahrheit, in die Illusion bringen, geht alles nicht. Vielmehr wird sie aus meinem Inneren über sich hinausreichen. Also in mir ist das ganze Licht, in mir ist die ganze Liebe. Und alles, was ich sehe, wird nur das Licht, das in mir und in ihr leuchtet, widerspiegeln. Also ich lasse die Welt draußen los, gehe nach innen. Die Tür zum Himmel geht nach innen auf. Was bin ich? Innen. Grenzenloses, herrliches, heiliges Licht, der Sohn Gottes, Licht, Liebe, Freude, Glückseligkeit. Das Reich Gottes ist in mir, der Himmel ist in mir. Und indem ich das annehme, leuchtet von mir, von innen, aus meinem Geist, die Liebe, die Freude, das Glück in die ganze Welt und alles Dunkle wird weggeleuchtet. Es verschwindet im Licht der Liebe. Und da Jesus das alles gelernt hat, die ganze Lektion, wenn ich mich mit ihm verbinde, in der Gegenwart, ach, und das Glück unseres Einsseins erfahre, bin ich sofort mit ihm, weil er da ist, im Vater. Ach, das ist so wunderbar, denn nur da bin ich zu Hause. Da wehrt sich das Ego mit Händen und Füßen sozusagen. Manchmal auch mit Schmerzen. Es will nicht, dass wir uns erlösen. Und ganz viele Brüder, nicht Brüder, aber ganz viele Personen in der Welt, die wir projiziert haben und die an diese Welt glauben, wollen auch nicht, dass wir uns erlösen. Die glauben eben daran, dass ich eine Frau bin und du was, dass wir der Körper sind. Sie sehen uns, ihre eigenen Projektionen, als wirklich an und halten uns in der Dunkelheit fest. Aber wir kümmern uns nicht darum, was sie von uns denken. Wir nehmen die Sühne an. Die Herrlichkeit der Ganzheit und der Liebe und der Freude, die wir sind, und teilen sie mit jedem. Wir nehmen jeden als unseren Bruder an. Wir integrieren die Figuren, die wir nach draußen projiziert haben, und sehen sie im Licht der Wahrheit. Folgende Formen des Gedankens sind für konkrete Anwendung geeignet. Möge mich dies nicht versuchen, meine Erlösung fern von mir zu suchen. Tja, wenn ich mich doch wieder einbinde und glaube, ein Mensch zu sein, und dann bin ich sofort in Angst. Fühle mich getrennt von anderen. Möchte den Ego-Idealen folgen, ein lieber Mensch zu sein, ein guter Mensch oder was auch immer.
das nutzt keinem. Ich bin die Ganzheit und kann mich nur von der Ganzheit aus erlösen. Eins mit Vater, mit dem Vater und eins mit meinem Bruder dir sind wir ein herrliches, heiliges Selbst. Und das ist die Wirklichkeit. Also keine Anerkennung von Egos, die ich projiziert habe, sondern nur noch von Gottes Schöpfung in uns allen. Dies soll mein Gewahrsein von der Quelle meines Heils nicht stören. Also ich sehe irgendwas und denke, oh, was ist denn da los oder was passiert denn da? Oder ich freue mich auch darüber. Also das ist ja genau das Gleiche. Bloß die andere Seite der Medaille. Alles, was konkrete, begrenzte Formen sind, wenn ich an die glaube und sie wertschätze und danach strebe, strebe ich nach der Leere, nach dem Tod, nach dem Vergänglichen. Dann mache ich diese Welt, Krankheit, Leid und Schmerz und Tod. Dies hat keine Macht, die Erlösung von mir zu entfernen. Also diese Welt, Bruderherz, hat überhaupt keine Macht, irgendetwas zu verhindern. Wir sind erwacht, wir sind das Glück, wir sind die Freude, wir sind der ganze Himmel. Denn Jesus Christus ist in unserem Geist, das Heilige Selbst. Und der Heilige Geist, der sieht nur in uns den Christus, das Heilige Selbst, die Vollkommenheit. Jesus tut nichts anderes. Der ganze Himmel tut nichts anderes. Der Vater tut nichts anderes. Er sieht dich, mich, als seinen heiligen, geliebten Sohn. Und hat nur einen Wunsch, dass wir erwachen und dass wir ihm erlauben, uns glücklich zu machen. Und durch uns, dein Wille geschehe, Vater, wie im Himmel, also auch auf Erden, dass sein Wille durch uns geschieht. Dass er durch uns, durch unseren Geist, wir sind ja das Ganze, jedes Wesen erleuchten und es als Liebe und Freude und Glück im Einssein mit uns anerkennen. Darin liegt alle Aufhebung des Schmerzes. Wir sind das ewige Leben und können jedem Leben geben. Wir sind die Liebe und das Glück. Grenzenlos geliebt vom Vater. Wir sind zurückgekehrt in seine Liebesarme. Ja, Vater, nur in dir lebe ich, nur in dir bewege ich mich. Du bist alles, was ist. Du bist die Allgegenwart der Liebe und ich eins mit dir bin die Allgegenwart der Liebe mit dir. So geben wir nur Liebe, nur Frieden, nur Glück jedem Wesen und zeigen ihnen, dass sie geliebt sind. Denn Menschen können nicht lieben. Das Ego ist der Hass, die Trennung, die Schuldzuweisung. Wir erlösen also unsere Brüder, die wir fehl wahrgenommen haben, von dem Gefängnis, von der Todeszelle, den Körper, und sehen sie in ihrer Herrlichkeit und Ganzheit, so wie sie im Vater geblieben sind. Wir erinnern sie daran, wer sie wirklich sind. Und das ist unsere Erlöseraufgabe, das ist die Vergebung. Ja, lass uns allen Groll wegleben, nicht beurteilen. Alles, was du siehst, hast du gemacht. Niemand ist böse. Niemand ist voller Hass und Groll in Wirklichkeit. Das ist dein eigener Selbsthass, wenn du Groll bei anderen siehst und Hass und Angriff, den du auf sie projiziert hast. Und der kommt auf dich zurück. Ja, den heben wir. Mit der Schau Christi, mit der Liebe, die nur die Herrlichkeit, die Liebe sieht, in jedem. Das ewige Wesen, das löst mir damit auf und damit ist Groll und Hass, Tod und Leid zu Ende. Ich wünsche dir einen wunderschönen, erlösenden Tag. Ja, ich bin am Jubeln, am Freuen, dass ich erkenne, und das war auch praktisch die Durchgabe, könnten wir sagen, als ich dann horchte in diesem ersten Teil der Übung. Ja, ich habe einfach nur dieses unendlich schöne Einssein mit unserem Bruder Jesus Christus erlebt. Und damit mit dir und allen. Mir wurde immer wieder gesagt, du bist heilig, du bist vollkommen. Du bist das Ganze. Du kannst wahrhaftig allen alles geben.
Dann bekam ich noch eine direkte Inspiration, als würde der Vater zu mir sprechen, also über den Heiligen Geist. Sein geliebtes Kind zu sein, geborgen in seinen Liebesarmen, und dass er mich nur glücklich machen will und durch mich alle glücklich machen will. Ja, wenn das nicht eine wunderschöne Aufgabe ist, die wir alle haben. Wunderbar, es ist wunderbar. Wir legen allen Groll weg, wir wollen nicht mehr leiden und allen anderen Leid zufügen, indem wir sie als Körper sehen. Nein. Wir müssen sie nicht mit Komplimenten überschütten, das hilft niemandem, sondern sie segnen als das, was sie sind. Das schönste, geliebteste Gotteskind, das wir alle miteinander teilen. Schönen Sonntag.